Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In dem heutigen Video geht es um einen ungelösten Mordfall aus dem Jahr 2020. Der genaue Tattag ist unbekannt, dürfte aber vermutlich der 30. April 2020 gewesen sein. Aufgefunden wurde das Opfer, der damals 71-jährige Elektriker Walter Schütte, am 1. Mai 2020. Der Fall wurde dargestellt in der Aktenzeichen-Y-Sendung vom 13. Januar 2021. In der Einleitung zu dem Filmfall sagt Rudi Zerne, dass in dem Fall die Ermittlungen extrem schwierig sind. Das Motiv ist unbekannt und es gibt nur wenige Spuren oder andere Hinweise und auch der Kreis der Verdächtigen sei diffus. Die filmische Darstellung beginnt im Frühjahr 2019. Einer von Walter Schütters Mietern kommt gerade mit dem Fahrrad vorbei und bringt ihm eine Dichtung, die er ihm besorgen sollte. Allerdings hat Walter Schütte in der Zeit festgestellt, dass er zur Reparatur noch zwei neue Ansaugstutzen benötigt. Der Nachbar schlägt dann vor, am Nachmittag nach Hannover zu fahren und diese zu besorgen. Dies geht aber nicht, da Walter keine Zeit hat, denn später soll noch der Zahnarzt kommen, der sein Haus kaufen will. Der Mieter sagt dann, also ist es jetzt soweit, und fragt, was dann mit ihm und den anderen Mietern passiert, ob sie jetzt ausziehen müssen. Aber Walter beschwichtigt und sagt, dass keiner ausziehen muss, dafür würde er schon sorgen. Dann fragt er seinen Mieter, was der denn jetzt an Geld für diese Dichtung bekommt. Der Mieter sagt 7,50 Euro. Walter zückt seine Brieftasche, in dem dann einige Scheine drin sind. Und da die Dichtung 7,50 Euro gekostet hat, gibt er ihm erst einmal nur 5 Euro, da er es gerade nicht passend hat. Walter Schütte ist Elektriker und 71 Jahre alt. Er restauriert gerne alte Bullis und Traktoren, die er in mehreren Garagen untergebracht hat. Im Laufe seines Lebens hat er mehrere Grundstücke und Häuser gekauft und eines dieser Häuser will er dann im Frühjahr 2019 verkaufen. Der Interessent, also der Zahnarzt, ist dann bei dem Objekt und die beiden verhandeln über den Preis. Der Zahnarzt will aufgrund des Zustands des Hauses dann 150.000 Euro zahlen, aber Walter ist damit nicht einverstanden und hätte gern 190.000 Euro in bar. Der Zahnarzt bietet dann 170.000 Euro und die Anzahlung in bar. Walter Schütte macht dann noch einen Gegenvorschlag, 180.000 Euro in bar. Der neue Eigentümer übernimmt alle Mieter und Walter darf die Garagen, in denen seine Oldtimer stehen, weiterhin nutzen. Der Zahnarzt bietet dann 175.000, aber Walter sagt nein, weil er die 180.000 will. Dies wäre schließlich sein Elternhaus und das wäre sein letztes Wort. Der Zahnarzt lässt sich dann darauf ein. Walter Schütte ist allgemein als Mann des Bargeldes bekannt. Nachdem der Verkauf abgeschlossen ist und die Zahlung getätigt wurde, hebt er die gesamte Summe ab und bewahrt dies dann zu Hause auf. Bei der Abhebung des Geldes wird er dann von seiner Lebensgefährtin begleitet. Nach dem Bankbesuch schlägt er seiner Lebensgefährtin vor, noch einen Kaffee zu trinken. Ihr ist dies aber etwas zu gefährlich, da er ja gerade 180.000 Euro bei sich trägt. Und Walter lacht und meint, das weiß doch niemand. Als die beiden dann zusammen zu Fuß unterwegs sind, fragt Walter sie, ob sie nicht doch wieder bei ihm einziehen möchte, denn er braucht sie. Sie sagt ihm, dass dies Thema doch abgehakt sei. Dann will er wissen, warum sie überhaupt ausgezogen ist. Und sie sagt, dass er das doch genau wisse. Mit ihm sei ein Zusammenleben nicht möglich, da er so ein Dickkopf sei und außerdem sei er noch egoistisch. Er sagt dann noch, dass sie ohne ihn ja gar nicht zurechtkommt und auch kein Geld hat und zeigt ihm dabei die Geldtasche. Sie sagt ihm aber, dass sie ganz gut zurechtkommt ohne ihn. Außer dem Haus, welches er verkauft hat, besitzt er ein weiteres Mehrparteienhaus, in dem er drei Wohnungen vermietet hat. Dieses Haus befindet sich in Hessisch-Oldendorf im Ortsteil Fischbeck in der Bahnhofstraße 16. Im Erdgeschoss des Hauses wohnt er selber. Und die nächste Darstellung spielt dann im Frühjahr 2020. Dort passt ihn einer der Mieter in dem Haus in der Bahnhofstraße ab und gibt ihm seine Miete in bar. Und dann spricht er weiter noch einmal auf Kevin und eine andere Mieterin an, die den ganzen Tag besoffen sind und herumgrölen.
Der Mieter fragt dann, ob er da nicht mal was machen kann, und Walter sagt, dass er ihm schon mal mit Kündigung gedroht hat, wenn er so weitermacht. Aber Kevin habe ihm halt viel im Haus geholfen, bei der neuen Heizung und im Garten. Und dann belassen die beiden es erst einmal bei dem Thema. Walter Schütte bewahrt das Bargeld, welches er für seine täglichen Geschäfte benötigt, in einer roten Geldtasche auf. Wie viel Geld sich daran befindet, ist unklar. Er hat auch einen Laptop und benutzt diesen aber nur, um damit nach Ersatzteilen für seine Oldtimer zu gucken. Die Bestellung selber aber führen dann hilfsbereite Freunde von ihm durch. Und dann wird gezeigt, wie Walter nachts von dem Mieter Kevin aufgeweckt wird, da dieser wieder einmal betrunken ist und lautstark in seiner Wohnung feiert, wahrscheinlich mit der anderen Nachbarin. Er geht zu dessen Wohnung und teilt Kevin mit, dass er jetzt genug hat und er morgen früh seine Kündigung im Briefkasten hat. Und wenn er jetzt nicht aufhört, Lärm zu machen, holt er die Polizei. Und ein paar Wochen später gibt es dann einige Veränderungen. Er hat seinen lärmenden Mietern gekündigt und zwei seiner Wohnungen neu vermietet. Einer der neuen Mieter oder Freund oder ähnliches von einer neuen Mieterin hilft Walter dann bei seinen Internetproblemen, die er immer hat. Anscheinend macht Walter da etwas falsch und der neue Mieter oder Lebensgefährtin von neuer Mieterin hilft ihm dann dabei, dass er alles richtig macht und schaut Walter über die Schulter. Dabei bewegt er sich dann in einer Szene leicht zu dem Schrank, in dem Walter seine Geldtasche aufbewahrt. Es wirkt so, als wenn man darauf hinweisen will, dass er vorhat, ihm das Geld zu stehlen. Nachdem alles okay zu sein scheint mit Walters Computerkenntnissen, öffnet Walter die Schublade und holt seine Geldtasche heraus, zieht ein Bündel Geldscheine raus und gibt dem Mann einen der Scheine, als Dank, weil er ihm geholfen hat. Wie groß der Betrag war, konnte man in der Darstellung leider nicht sehen. Dieser will das Geld zuerst nicht annehmen, aber Walter sagt, vielleicht kann er ihm ja nochmal helfen. Und dann lässt er den Mann nach hinten über die Terrasse raus. Das wirkte dann auch so ein bisschen komisch, so als wenn er erstaunt war, dass man auch über die Terrasse dann in diesen Raum reinkommt. Also in dieses Zimmer, in dem Walter Schütte wohl immer arbeitet und seine Geldtasche aufbewahrt. Als nächstes in der Darstellung wirkt es dann so, als wenn Walter etwas Merkwürdiges gehört hat und er befürchtet, dass jemand in die Wohnung eindringen will. Er holt dann einen Knüppel, den er wohl zum Schutz im Haus abgelegt hat. Als er gerade nach draußen will, steht dann plötzlich Jürgen vor der Tür und Walter sagt, mit dir habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Jürgen sagt, er wäre gerade in der Gegend gewesen und Walter würde ja noch Geld von ihm bekommen. Dazu sagt der Sprecher Michael Brennecke dann, dass es immer wieder vorkommt, dass Walter Schütte kleine Geldbeträge verleiht. Und dass Walter Schütte immer Bargeld im Hause hat, dürfte vielen Personen bekannt sein. Walter sagt dann, das hätte ja nicht unbedingt heute Abend noch sein müssen. Aber Jürgen sagt, was weg ist, ist weg. Für den Donnerstag, den 30. April 2020, haben Walter Schütte und ein Freund sich miteinander verabredet. Es ist der Freund, der ihm am Anfang der Darstellung auch die Dichtung besorgt hat. Walter ruft ihn dann wohl kurz vor 9 Uhr an. In der Darstellung wird der Freund dann das erste Mal Emil genannt. Also Walter ruft ihn an, wegen der Verabredung um 9 Uhr und sagt, dass er spontan einen Termin mit jemandem hat, wegen des Verkaufs von Ersatzteilen. Also es möchte ihm jemand Ersatzteile verkaufen. Und Walter meint dann, dass er mit dem Termin um 11 Uhr wohl fertig ist. Und die beiden verschieben dann den Termin von 9 Uhr auf 11 Uhr. Und es wird abgemacht, dass Emil dann um 11 Uhr bei ihm ist, um ihn abzuholen. Wer Walter Schütte diese Ersatzteile verkaufen wollte, ist bis heute unbekannt. Und zwei Stunden später trifft Emil dann bei Walter ein, um ihn abzuholen. Er klingelt an der Tür, er klopft und ruft nach Walter. Aber er reagiert nicht. Auch die Tür ist verschlossen. Egal, was Emil macht, Walter reagiert nicht. Er versucht Walter dann auf dem Handy anzurufen. Und dann hört er das Klingeln von Walters Handy, welches sich im Haus befindet. Dies macht Emil dann stutzig und er fährt dann aber anscheinend wieder zurück, ohne irgendetwas zu unternehmen. Vielleicht hat es damit zu tun, dass er Walters Eigenarten kennt und so etwas für ihn dann vielleicht auch nicht ganz ungewöhnlich ist.
Am nächsten Tag, Freitag, dem 1. Mai 2020, ist Walter um 13 Uhr bei seiner Lebensgefährtin zum Mittagessen eingeladen. Dann ruft Emil an und fragt, ob Walter da ist. Und die Lebensgefährtin sagt, dass sie zum Mittagessen verabredet waren, aber Walter noch nicht da ist. Und Emil sagt dann, er ist gerade vor dem Haus von Walter, aber da ist er auch nicht. Und dass er ihn seit gestern auch nicht erreichen kann. Und auch seine Lebensgefährtin findet das dann komisch. Da sie einen Zweitschlüssel für die Wohnung hat, entschließen sich die beiden, zur Wohnung zu fahren und in die Wohnung zu gehen, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Als die beiden dann in die Wohnung kommen, stellen sie fest, dass das Handy auf dem Tisch liegt und der Fernseher läuft. Weiterhin fehlt der Laptop und seine Geldtasche. Den beiden ist dann sofort klar, dass etwas nicht stimmt und finden dann Walter tot im Gästezimmer. Walter Schütte wurde mit einem Kopfschuss regelrecht hingerichtet. Einige Besonderheiten am Tatort geben den Ermittlern ein Rätsel auf. Offenbar wurde der Wandtresor hinter der Dartscheibe entdeckt, aber nicht geöffnet. Und Walters Knüppel liegt am Tatort. Wollte er sich damit verteidigen? Und dann wird noch die Wohnung nach dem Schlüssel für den Tresor gesucht, aber er kann nicht gefunden werden. Da man wissen will, was sich in diesem befindet, wird er aus der Wand gestemmt und draußen aufgeflext. Man findet in dem Tresor 130.000 Euro. Das Geld stammte aus dem Hausverkauf. Aber es fehlen noch 50.000 Euro. Wurde er ermordet, weil er sich weigerte, den Tresor zu öffnen? Oder hatten es die Täter oder der Täter überhaupt nicht auf den Tresor abgesehen? Und damit endet dann die filmische Darstellung des Falls. In der Nachbesprechung sagt der zuständige Ermittler, dass das Tatmotiv weiterhin unklar ist, aber man von einem Raubmord ausgeht. Bezüglich der fehlenden 50.000 Euro gibt er an, dass es gut möglich ist, dass Walter Schütte diesen Betrag selber ausgegeben hat. Und anscheinend hat Walter Schütte tatsächlich eine Aversion gegen Zahlung gehabt zu haben, die er nicht in bar abwickeln konnte. Denn wenn er Überweisungen ausführen musste, gab er sogar Bekannten bzw. Freunden Geld, damit diese die Überweisung für ihn ausführten. Rudi Zerne fragt dann, was die Art der Tötung über den Täter aussagt. Und der Ermittler meint, dass die oder der Täter sehr zielstrebig vorgegangen sind und mit einer direkten Tötungsabsicht Walter Schütte aufgesucht haben. Man vermutet, dass der Termin zum Ankauf von Fahrzeugteilen, weswegen er eben den Termin mit Emil verschoben hat, mit der Tat in Zusammenhang steht. Von daher fragte man, mit wem man Walter Schütte in der Zeit zwischen 9 Uhr und 11 Uhr am 30. April 2020 gesehen hat oder mit wem er sich da treffen wollte, ob da irgendjemand eine Information hat. Weiterhin fehlt hier der Laptop. Das könnte entweder damit zusammenhängen, dass sich auf diesem Laptop Spuren befanden, also vielleicht irgendwelche Daten von Händlern, die Gebrauchtwagenteile verkaufen, oder vielleicht eben, dass es eine der letzten Webseiten von Händlern ist, die er aufgeschlagen hat und dass diese dann zu dem Täter oder zu den Täter führen könnten. Es kann natürlich auch ganz einfach sein, dass die Täter diesen zum Verkauf mitgenommen haben. Dann gibt es auf der Webseite von der SLZ vom 29. Mai 2020 noch weitere Infos. Und zwar, da heißt es, dass der Mörder Spuren hinterlassen hat und die Ermittler sogar einen Gegenstand entdeckt haben, der von ihm stammt. Aber ob das ausreicht, um einen Tatverdächtigen zu überführen? Und auf diese Frage werden wir später eine Antwort finden, sagte der Chef der Mordkommission Markus Schwarz. Zuerst einmal müssen wir den Mörder haben. Es gibt viele Spuren in dem Fall, auch Verdachtsmomente, die sich gegen eine ganz bestimmte Person richten. Doch den Durchbruch konnte der erste Kriminalhauptkommissar Markus Schwarz und sein Team noch nicht erreichen. Ein Tatverdächtiger ist ganz besonders durchleuchtet worden. Aber das Verfahren wurde eingestellt. Es war nicht nachweisbar, dass der Mann etwas mit dem Verbrechen zu tun hat. Die Person sei seinerzeit ins Visier der Fahnder geraten, weil sie eine frische Verletzung im Gesicht hatte, hieß es. Der Anfangsverdacht ließ sich aber nicht erhärten, sagte der erste Staatsanwalt Oliver Eisenhower. Zu dem Wandtresor gibt es dann auch noch ein paar Infos, die bei Aktenzeichen Y nicht deutlich dargestellt waren.
Denn als die Polizei eintraf, lagen vor dem Wandtresor zahlreiche Schlüssel, die aber nicht zu dem Geldschrank passen. Das sieht also danach aus, als wenn der oder die Täter versucht haben, diesen mit diversen Schlüsseln zu öffnen, was aber nicht gelang, da der Tresorschlüssel nicht darunter war. Was gibt es zu dem Fall zu sagen? Der Täter dürfte dann wohl die Person sein, mit der Walter Schütte um 9 Uhr einen Termin wegen der Autoteile hatte. Vermutlich kannten sich Täter und Opfer. In der Aktenzeichen-Y-Sendung wurde es ja so dargestellt, dass dann dieser eventuell neue Mieter oder eben Lebensgefährte einer neuen Mieterin sich ja ein bisschen merkwürdig verhalten hat, dort in dem Raum oder wahrscheinlich Arbeitszimmer von Walter Schütte. Als dieser ihm ja einige Sachen am Laptop erklärt hat, hat er sich ja einmal sehr schauend zu diesem Schrank bewegt, in dem Walter Schütte das Geld aufbewahrt. Er wusste anscheinend auch, dass Walter Schütte dort Geld aufbewahrt hat. Und er war ja halt eben so ein bisschen überrascht, als er aus dem Haus rausgelassen wurde über diese Terrassentür. Also als wenn er praktisch jetzt dachte, oh, da ist ja noch ein Weg, wie ich schnell in diesen Raum reinkomme. Es kann sein, dass es sich bei dieser Person um dann auch den tatsächlich mal vernommenen oder festgenommenen Tatverdächtigen handelt. Auf jeden Fall fokussierte es Aktenzeichen Y darauf hin. Allerdings muss das ja nicht immer was heißen, denn das kennen wir ja auch aus anderen Fällen, da wird auf eine Person hin fokussiert in der Darstellung und diese Person hatte nachweislich damit der Tat nichts zu tun. Was dann teilweise auch schon vor der Erstellung des Filmfalls bekannt war. Natürlich steht auch noch der ehemalige Mieter Kevin im Raum, der dann ja relativ kurzfristig aus seiner Wohnung geschmissen wurde. Leider ist es sehr schwierig, dort weiter zu spekulieren. Aber auf jeden Fall wusste jemand über ihn Bescheid, wegen der Autoteile, weil es ihm ja angeboten wurde. Man wusste darüber Bescheid, dass er eben dementsprechend Geld oder viel Geld im Haus aufbewahrt. Und es könnte ja durchaus sein, dass es jemand war, mit dem er schon mal geschäftlichen Kontakt hatte. Aber auch dieser neue Mieter kann dann natürlich nicht ausgeschlossen werden. Gut. Deswegen fällt meine Spekulation in diesem Fall ein bisschen knapp aus. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!